Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Inverse einer 2-Kreuz-2-Matrix. Im Zweidimensionalen ist nämlich die Bestimmung der inversen Matrix sehr leicht, auch von Hand möglich, und deshalb werden wir uns das hier einmal anschauen. Dafür brauchen wir zwei Schritte. Im ersten Schritt müssen wir anschauen, ist diese 2-Kreuz-2-Matrix überhaupt invertierbar? Da brauchen wir die sogenannte Determinante, und die können wir dann auch einsetzen, um damit die Inverse auszurechnen. Wie funktioniert das jetzt also? Die Determinante einer 2-Kreuz-2-Matrix ist folgendermaßen definiert. Die Determinante von A ist nichts anderes als das Produkt auf der Hauptdiagonalen A11 mal A22 minus das Produkt auf der Nebendiagonalen A12 mal A21. Und das können wir geometrisch auch relativ leicht interpretieren. Das führt dazu, dass wir die Fläche von einem bestimmten Parallelogramm ausrechnen. Das schauen wir uns für ein konkretes Beispiel hier einmal an. Die Matrix A mit Einträgen 4, 1, 2, 3, das sind die beiden Vektoren, die beiden Spaltenvektoren, die uns dann ein Parallelogramm sozusagen aufspannen. Wir haben also hier 4, 1 für die erste Spalte und 2, 3 für die zweite Spalte als Vektoren eingetragen und haben da die entsprechenden Richtungspfeile eingetragen. Und wenn ich dann an A1 noch den Vektor A2 setze, beziehungsweise umgekehrt an A2 noch A1 dran setze, dann erhalte ich dieses Parallelogramm, und die Fläche von diesem Parallelogramm entspricht genau der Determinante von A. Und wenn diese Determinante ungleich 0 ist, ist die Matrix A invertierbar. Dann haben wir nicht dieses Phänomen, was wir im vorigen Video gesehen haben, dass die Zeilen oder Spalten proportional zueinander sein können. Wie schaut das nämlich dort aus? Wenn wir eine Matrix haben mit proportionalen Zeilen bzw. Spalten, könnten wir sowas haben. Das hier ist genau die Matrix aus dem vorigen Video. Da hatten wir 1, 2 und 2, 4. Die erste Spalte ist also der Vektor 1, 2, der hier. Und die zweite Spalte ist der Vektor 2, 4, der hier. Und die Richtungspfeile zeigen also genau in dieselbe Richtung. Und dadurch kollabiert uns dieses Parallelogramm nur noch auf eine Linie und hat die Fläche 0. Und in dem Fall können wir das Gleichungssystem nicht lösen. Das führte zu einem unlösbaren Gleichungssystem. Und das gleiche Phänomen könnten wir auch in höheren Dimensionen haben. Diese Fläche des Parallelogramms wird dann zu so einer Art Volumen eines Hyperparallelogramms. Ist aber sehr viel schwerer, dieses Volumen dann zu berechnen. Das dauert viel länger, schauen wir uns deshalb hier nicht im Detail an, sondern verwenden nur den 2-Kreuz-2-Fall. Also, wir haben unsere Matrix A und konnten mit Produkt auf der Hauptdiagonalen minus Produkt auf der Nebendiagonalen konnten wir dann die Determinante von A berechnen. Und wenn diese Determinante von A ungleich 0 ist, dann können wir mit ihrer Hilfe die Inverse der Matrix A recht leicht bestimmen. Wie kommen wir da nämlich drauf? Wir müssen bilden 1 durch die Determinante von A, multipliziert mit folgender Matrix A22 minus A12 minus A21 und A11. Wie entsteht diese Matrix hier? Auf der Hauptdiagonalen haben wir die Elemente vertauscht, A22 und A11. Und auf der Nebendiagonalen haben wir die Elemente stehen lassen, haben aber ihre Vorzeichen geändert. Ja, müssen also Hauptdiagonale vertauschen, Nebendiagonale Vorzeichen ändern und durch die Determinante dividieren, und dann erhalten wir die Inverse. Und das Ganze ist natürlich nur möglich, wenn diese Determinante auch ungleich 0 ist. Wenn sie hingegen 0 ist, dann haben wir dieses Phänomen proportionaler Zeilen bzw. Spalten in der Matrix A, und dann gibt es keine Inverse. Rechnen wir das einmal an einem ganz konkreten Beispiel durch. Wir haben eine Matrix A gegeben, 1, 9, 3, 28. Die Frage ist, ist die überhaupt invertierbar? Wenn ja, wie schaut die Inverse aus? Rechnen wir also als erstes die Determinante von A aus. Produkt auf der Hauptdiagonalen, 1 mal 28, minus Produkt auf der Nebendiagonalen, 3 mal 9.
Das ist dann 28 minus 27 ist 1. Das heißt, die Inverse a hoch minus 1 existiert und wir können sie direkt ausrechnen. A hoch minus 1 ist dann also 1 durch die Determinante, 1 durch 1, mal, und jetzt müssen wir auf der Hauptdiagonalen vertauschen, 28 und 1, und auf der Nebendiagonalen das Vorzeichen ändern, minus 3 und minus 9. Und weil eben einmal das Ganze nichts ändert, können wir auch die Determinante hier weglassen und haben schon hier unsere Inverse ausgerechnet. Wir könnten jetzt auch noch die Überprüfung machen. Ist also a hoch minus 1 mal a, ist das auch wirklich die Einheitsmatrix oder umgekehrt, a mal a hoch minus 1, ist das die Einheitsmatrix? Und das schreibe ich mir hier einmal schnell hin. Schließe das einfach hier etwas sloppy an, habe also hier a hoch minus 1 stehen, da habe ich a stehen und hier unten kriege ich dann a hoch minus 1 mal a. Haben wir 1 mal 28 minus 3 mal 9 ist genau 1. 1 mal minus 3 plus 3 mal 1 ist 0. 9 mal 28 minus 9 mal 28 ist 0. Und 9 mal minus 3 ist minus 27 plus 28 ist 1. Und das passt also. Und genauso könnten wir jetzt die andere Probe machen. Auch a mal a hoch minus 1 ergibt genau die Einheitsmatrix. Und das passt alles. Also diese Rechenregeln, die ich hier auf den Folien vorher stehen hatte, stimmen auch wirklich, funktionieren. Haben wir noch ein zweites Beispiel. Auch hier nochmal eine Matrix A gegeben. 1, 2, 3, 4. Gibt es eine Inverse und wenn ja, wie lautet die? Ich klicke das jetzt hier auf den Folien nochmal an. Es funktioniert nach dem gleichen Muster. Determinante berechnen als Produkt auf der Hauptdiagonalen minus Produkt auf der Nebendiagonalen. Das ist also 4 minus 6 gleich minus 2. Und dann können wir unsere Inverse a hoch minus 1 hinschreiben als 1 durch minus 2 multipliziert mit. Auf der Hauptdiagonalen die Reihenfolge vertauschen, auf der Nebendiagonale das Vorzeichen ändern. Und das können wir jetzt so stehen lassen oder können die minus 1/2 hier auch noch reinziehen. Dann haben wir da stehen minus 2, 1,5, 1 und minus 0,5. Und habe so meine Inverse ausgerechnet. Oder ich kann es als Brüche schreiben und kann damit weiterrechnen und kann dann diese inverse Matrix verwenden, um Matrixgleichungen aufzulösen, in denen eine solche Koeffizientenmatrix A vorkommt.